Super, allergikerfreundlich, Bezug milbenfrei, bis 60 Grad waschbar. Super, ja, 60 Grad waschbar, es ist so wichtig. Immer, die kriegen das einfach nicht gebacken. Habe ich nicht bislang in diesem Video diesen Bezug hier aufgrund seiner Waschbarkeit bis 60 Grad gelobt? Habe ich das nicht? Doch, ich habe es mehrmals. Jetzt nehmen wir den Bezug ab und was sehen wir auf diesem Etikett? Die Waschbarkeit des Bezuges ist hier nur bis 30 Grad angegeben. Also das ist... Was ist hier los, muss man sich fragen. Halli, hallo liebe Ausprobierer, sehr schön, dass ihr da seid. Das heutige Video handelt über eine Matratze, die in ihrer Bezeichnung sehr zurückhaltend daherkommt, muss ich sagen. Wir sprechen über die sogenannte Weltbettmatratze. Ja, kleiner ging es offensichtlich nicht. Wenn euch das Video gefällt, vergesst nicht zu liken und bitte vergesst auch nicht, diesen Kanal hier zu abonnieren. Ich sage immer, dass die Abos das Brot des armen YouTube-Künstlers sind. Und deswegen unterstützt diesen Kanal, lasst ein Abo da. Ja, die Weltbettmatratze an sich hat nicht das erste Mal Eingang auf diesen Kanal gefunden, auch wenn die Matratze selber kein Video bekommen hat. Es gibt ein Video über Weltbett, also die Firma dahinter. Dieses Video ist hier oben in der Infobox verlinkt und auch unterhalb in der Videobeschreibung zu finden. Es ist einige Jahre alt. Trotzdem, das sind die Wurzeln dieser Firma und es ist sehr kritisch. Ja, ich bin damals darauf aufmerksam geworden, dass es diese Matratze gibt, denn Weltbett hat sich entschlossen, recht intensiv auf Ausprobiert zu werben bei den anderen Matratzenvideos und dann dachte ich mir so, hey, was steckt da eigentlich dahinter? Ist das was Gescheites? Kann das Produkt was? Ich wollte es eigentlich testen, habe dann angefangen zu recherchieren und dachte mir dann so, ey, das geht aber irgendwie mal gar nicht, ja. Seitdem ist viel Zeit vergangen und jeder bekommt eine zweite Chance. Ich habe das Unternehmen immer wieder beobachtet und ja, bin auch irgendwie an diesem Produkt schon immer interessiert gewesen, weshalb ich es mir jetzt bestellt habe. Und bevor wir uns dieses Produkt dann genauer angucken und auch einige Nächte darauf verbringen werden, um ein Urteil zu fällen, gehen wir jetzt zunächst einmal wie immer auf die Homepage, ist gerade so richtig weggeflogen, ne? Und gucken uns diese Matratze, das Unternehmen zum heutigen Tage an, was dahinter steckt, was wir erwarten können. Das hier ist aktuell die Homepage von Weltbett. Wenn man www.weltbett.de in den Browser eingibt, klar, die Seite kann sich innerhalb von wenigen Sekunden komplett verändern, aber zumindest in den vergangenen Jahren, ich war immer mal wieder auf der Seite, hat sich im Grundaufbau wenig getan. Es gibt eine Unterseite für die Matratze, eine Unterseite für den Shop, einen Testsieg, der hier beworben wird, Bonusprogramm, Hilfe und Kontakt. Über den Testsieg werden wir gleich nochmal genauer sprechen, denn das war auch Stein des Anstoßes für mein bereits angeführtes Video aus dem Jahr 2020/2021. Das hier ist kein Testsieg der Stiftung Warentest, also kein Testsieg bei einer unabhängigen Institution, sondern das ist ein Testsieg bei dem Online-Angebot von der Funke Mediengruppe, das auf den Namen Imtest hört. Da stecken ganz klare ökonomische Interessen dahinter, hinter dieser Testorganisation, genauso wie bei der Institution, die den Test durchführen lässt, beziehungsweise deren Produkte getestet werden, hier Weltbett. Und dementsprechend ist das höchst kritisch zu sehen. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht darüber, dass man sich von diesem Testsieg, ja, in Anführungsstrichen, noch nicht verabschiedet hat. Wir sehen darunter dann den Claim guter Schlaf durch Forschung. Klingt natürlich immer gut. Dann Made in Germany, das finde ich richtig gut. Wir leben in einer Welt mit globalen Wertschöpfungsnetzwerken, wo wir gar nicht mehr durchblicken, was da eigentlich genau passiert und wer für irgendetwas verantwortlich zeichnet. Dementsprechend muss man, finde ich, da extrem kritisch drauf schauen und ich bin einfach super dankbar für Firmen, die dann hier vor Ort auch noch ihre Fertigung durchführen. Und das ist bei der Weltbettmatratze offensichtlich der Fall. Das Unternehmen wirbt darüber hinaus mit Klimaneutralität für das Unternehmen an sich. Und darüber hinaus gibt es einige klimaneutrale Produkte, die entsprechend gekennzeichnet sind. Persönliche Beratung und Service. Ja, das Ganze klimaneutral hier jeweils auch noch in grün gehalten, damit man da bloß nicht drüber hinweg guckt. Das klingt jetzt etwas sarkastisch, im Unterton ist es aber gar nicht. Ich finde das auch grundsätzlich positiv. 2020, 2021 ist man diesen Weg noch nicht gegangen. Hier, finde ich, positioniert man sich klar. Man grenzt sich auch etwas vom Wettbewerb ab.
Wir werden vielleicht später noch mal ein bisschen drüber sprechen. Ich würde mir insgesamt mehr Transparenz wünschen im Hinblick auf diese Wertschöpfungsprozesse, dass man auch als Kunde genau weiß, was findet denn da jetzt in Deutschland genau statt. Denn Made in Germany, dieses Label lässt sich auch erreichen, wenn einfach nur das letzte Zusammenfügen des Produktes in Deutschland selber stattfindet. Und auch die Frage, wie wird denn jetzt hier die CO2-Bilanz erstellt? Wer hat das erstellt? Wie setzt sich das zusammen? Da finde ich, auf der Seite insgesamt könnte man noch mehr machen, damit das Ganze eben auch von außen objektiver daherkommt. Aber trotzdem, den Weg insgesamt finde ich nicht schlecht. Und jetzt kommt aber das große Aber. Wenn man hier mit Klimaneutralität wirbt, dann muss man sich auch, finde ich, daran messen lassen. Und das bedeutet eben, dass man nicht nur kompensiert wie ein Weltmeister, denn das ist der Weg, der hier bestritten wird. Klimaneutraler Konsum ist eigentlich immer nur dann möglich, wenn wir den Konsum dann irgendwie kompensieren, wenn wir Buße dafür tun, wenn wir diesen Ablasshandel betreiben. Das passiert ja, aber ne, gar nicht mal so, also besser, als wenn man nichts tut. Aber natürlich ist es trotzdem so, dass ich dann verlange, in der Bewertung, dass man auch entsprechende Anstrengungen unternimmt, dass der Anteil, der dann zu kompensieren ist, möglichst gering ausfällt. Ja, wenn wir dann nach unten scrollen, gibt es auch die großen Wettbewerber, mit denen man sich immer wieder kappelt offensichtlich. Bodyguard Bed 1 und Emma One, 6 cm höher und besser. Das habe ich draufgeklickt, ne? Habe ich dem Clickbait nachgegeben. Will man sein als diese Bed 1 und Emma One, stimmt so auch nicht mehr. Weil, klar, ne, das ist hier ein bisschen veraltet, 2020 waren Emma und auch Bed 1 nur in 18 cm Höhe zu haben. Die Weltbettmatratze ist damals den Weg über die größere Matratzenhöhe gegangen im Markt. Man hat dann 24 cm angeboten. Auch das, muss man einfach so sagen, ist natürlich jetzt abseits des Effektes, dass man ein bisschen höher aufstehen kann, was schon komfortabel ist, kritisch zu beäugen. Denn wir sinken keine 24 cm in die Matratze ein und deswegen ist eine 18 cm Matratze auch komplett ausreichend. Und auch hier gilt wieder, wenn 18 cm ausreichend sind, warum muss ich dann 6 cm Schaum mehr an Ressourcen verschwenden? Denn nichts anderes ist es in dem Fall, Verschwendung. Es gibt eine Ausnahme bei einem super großen Gewicht, ja, 130, 140 Kilogramm, dann stoßen wir bei 18 cm auch an Grenzen und dementsprechend kann es da dann durchaus eine Daseinsberechtigung geben, aber trotzdem, ja, wenn man das komplett konsequent denkt, diesen Ansatz, dann ja, muss man das einfach kritisch beäugen. Hier haben wir dann die Klimapatenschaften, mit denen offensichtlich die Klimaneutralität durch die Kompensation erreicht werden. Guter Schlaf durch Forschung. Da hat man schon mal, ja, es ist halt einfach so, dass das gerne gelesen wird. Wir erinnern uns vielleicht nur an die Dr. Best-Werbung. Ja, wenn wir irgendwie einen Doktor sehen, wenn wir irgendwie einen im weißen Kittel sehen, dann denken wir doch gleich, Mensch, klasse, da steckt was dahinter. Dem vertrauen wir unsere Zähne bzw. unseren Schlaf an. Deswegen sieht man das bei allen Herstellern. Aber was man der Weltbettmatratze zugutehalten muss, ist, dass, obwohl der Anbieter Weltbett vergleichsweise neu am Markt ist, ein Unternehmen dahinter steckt, was eine gewisse Historie hat und wo auch ein gewisses Know-how dahinter steht, um ein ordentliches Produkt zumindest in der Theorie produzieren zu können. Denn Weltbett selber ist eine Marke der Firma Richard Behr. Und Richard Behr ist wiederum bekannt für viele andere Matratzenprodukte, auf denen doch der ein oder andere von uns sicher schon einmal geschlafen hat. Denn Richard Behr, das ist die Homepage von Richard Behr, hat verschiedene Untermarken und diese Untermarken, die kann man über diverse Kanäle, auch stationäre Kanäle beziehen. Zum Beispiel eine andere Marke sind hier die Hanse Bedding Products und diese Hanse Bedding Products, die kommen bei verschiedensten Hotelmarken weltweit zum Einsatz. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe in vielen Hotelbetten tatsächlich ganz ordentlich geschlafen. Es gibt immer mal wieder Ausreißer nach unten, aber wenn ich mich daran erinnere, wie ich beispielsweise, wenn ich hier das Logo gerade sehe, im Anders München genächtigt habe, dann war das durchaus nett. Ja, da erinnere ich mich jetzt nicht irgendwie mit Schmerz zurück, sondern ganz im Gegenteil, dass es
wirklich gut. Generell Hilton, ja, und Hyatt, die haben jetzt keine schlechten Betten und die würden jetzt auch keine schlechten Betten einkaufen, denn das ist ja die Kernkompetenz des Hotelgewerbes, dass man dort eine angenehme Zeit verbringt und auch wiederkommen möchte. Also das ist der Hintergrund von Weltbett. So, jetzt gehen wir auf die Seite an sich der Matratze. So sieht die aus, die Weltbettmatratze. Zwei Härtegrade, also wir haben eine Wendematratze, so wie die Bett 1 Bodyguard. Das finde ich super, bietet entsprechend Flexibilität, wenn sie gut gemacht ist. H3 und H4, H3 Mittel und H4 Fest für Lattenrost, Boxspring und sonstige Plattformen. Klimaneutral durch Kompensation hatten wir schon. Der Schaum und auch der Bezug ist Ökotext, schadstoffgeprüft. Super, allergikerfreundlich, Bezug milbenfrei, bis 60 Grad waschbar. Super, ja, 60 Grad waschbar, es ist so wichtig. Emma, die kriegen das einfach nicht gebacken. Testsieger bei der Stiftung Warentest oder Geld zurück. Hier mit Sternchen versehen. Da müssen wir jetzt nochmal genauer drüber sprechen. Was Weltbetter macht, ist Folgendes. Man ist extrem gierig darauf, dass die Stiftung Warentest dieses Produkt unter die Lupe nimmt, dass man es testet. Man erhofft sich davon den Testsieg. Das ist in der Vergangenheit bislang nicht passiert. Ich glaube, es wird in der Zukunft auch nicht unbedingt passieren, denn man war da zu aggressiv. Aber sei es drum. Was Weltbett als Reaktion auf den fehlenden Test produziert hat, ist ein Marketinginstrument, das ich so auch noch nicht gesehen habe, denn man verspricht den Kunden, dass im Fall der Fälle eines Tests durch die Stiftung Warentest und der Möglichkeit, dass die Weltbettmatratze nicht den Testsieg erreicht, dass man dann als Kunde eine Geld-Zurück-Garantie bekommt. Und zwar 10 Jahre nach dem Kauf. Bis dahin kann man dann sagen, okay, ich habe mich darauf verlassen, dass ihr Testsieger werdet. Ihr habt damit auch indirekt geworben und jetzt ist es nicht so gekommen. Also bitte Geld zurück. Das Ganze 10 Jahre, das zeigt einfach auch so ein Ticken, wie verzweifelt man da ist. Ja, in Kombination mit diesen Impfgeschichten. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, aber sei es drum. Zum heutigen Tag, wenn die Firma bis dahin noch existiert, gibt es theoretisch die Option zu sagen, hier, Matratze zurück, bitte, ich will mein Geld wiederhaben. Wer sich darauf einlassen möchte, kann die Weltbettmatratze 111 Nächte risikolos testen. Das ist mehr als die üblicherweise gewährten 100 Nächte. Aber man muss auch dazu sagen, dass ich in den Jahren seit 2020 da verschiedene Änderungen gesehen habe. Es gab meines Wissens mal eine Phase, da wurden nur 30 Nächte gewährt. Mittlerweile sind wir wieder bei 111 Nächten. Ja, die Matratzengarantie, die wir in der Industrie fast schon als Standard bezeichnen können, von 10 Jahren wird auch hier gewährt, wobei man da unterscheiden muss, es gibt Hersteller, die halten sich auch wirklich an die Garantie, die wird dann gewährt und bei anderen ist es so, dass man im Detail dann immer wieder auf Probleme trifft, die ganz klar so ausgestaltet wurden, um den Kunden am Ausüben seines Garantieanspruchs zu hindern. Wie das jetzt bei Weltbett der Fall ist, werden wir uns im Detail angucken, wenn dann die Matratze geliefert wurde und wir die Garantiebedingungen genauer studieren können. Der Artikel selber ist, wie gesagt, made in Germany. So, und dann können wir die Matratze selber in 3 verschiedenen Varianten kaufen. Es gibt die 18 cm hohe Variante, die ich auch bestellen werde. Dann haben wir die 24 cm höhere Matratze, also nicht 24 cm Höhe, sondern 6 cm Höhe, insgesamt 24 cm. Und die gibt es in 2 Varianten, einmal in der Testsieger-Variante und einmal die in der verbesserten Variante. Und das ist jetzt halt einfach dem Umstand geschuldet, dass man diesen im Test nur auf die damals ja, getestete Matratze anlegen kann, den Testsieger, wenn man damit werben will. Wenn man das Produkt verändert, dann ist dieser Testsieg wertlos. Und offensichtlich ist man noch nicht bereit zu sagen, wir verabschieden uns von diesem Test, weil wir die Matratze verändern wollten. Möglicherweise, weil sie doch nicht so toll war. Ja, und das ist jetzt eben der Hintergrund dafür, dass wir diese zweite Option finden. Ne? Zweimal in 24 cm, einmal in 18 cm Höhe. Was ich super finde bei Weltbett ist der Umstand, dass diese Matratze in den unterschiedlichsten Größen zu erwerben ist. Also es gibt die Standardgrößen, aber es gibt auch Minder- und Überlängen und man ist da sehr flexibel aufgestellt. Guckt euch an, 70er, 80er, 90er, 1 Meter, 120er, 140er, 150er, 160er, 180er, 200 Zentimeter Breiten, dann Minderlängen und Überlängen. Es variiert ein bisschen in Abhängigkeit von der jeweiligen Größe, aber trotzdem im Kern sind da
sind da, oh, das habe ich jetzt gerade erst gesehen, die Testsieger-Matratze, die wird auch nur noch in diesem Maß 90x200 cm angeboten. Ja, gut, macht ansonsten auch keinen Sinn, weil man hat ja nur den Testsieg für diese Größe auch erlangt. Was ich kritisch sehe, sind manche Preissprünge. Also 90x2 Meter, 198 Euro, das ist der Kampfpreis, um gegen Bett 1 ins Feld zu ziehen. Die wollen ja traditionell ihre 199 Euro für die Bett 1 Bodyguard Matratze haben und wollten das schon sehr, sehr lange. Das ist der Referenzpunkt, an dem man sich offensichtlich bei Weltbett orientiert hat. Wenn man jetzt sagt 80, dann ist man da beim gleichen Preis, das finde ich auch in Ordnung. Ne? Wenn man jetzt sagt 1 Meter, dann 50 Euro mehr. 1,20, nochmal 50 Euro mehr, 1,40, 3,49, 3,99 für 10 Euro. Ne? Das sind so die Dinger, die weiß ich nicht, ob die unbedingt sein müssen. Und wenn ich jetzt sage 90 mal 2 Meter und ich gehe jetzt aber 90 mal 2, 10, dann bin ich 100 Euro mehr los. Das finde ich knackig und nicht unbedingt fair. Aber gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass diese Minderlängen geringere Produktionslose ermöglichen und dementsprechend lassen sich die Fixkosten auf weniger Einheiten umlegen. Dementsprechend, ne, also ökonomisch ja, ist garantiert ein Mehraufwand da, aber diese Sprünge selber sehe ich nicht unbedingt als gerechtfertigt an. Sei es drum. Die Bilder der Matratze schauen wir uns auch nochmal an, weil wir wollen ja gleich das Paket dann aufmachen und uns beim Unboxing angucken. Bezug erinnert mich etwas von der Optik her an den Bett 1 Bodyguard-Bezug. Mal gucken, wie sich der dann so darbietet. Wir haben hier Griffe, die vergleichsweise stabil aussehen. Ja, bei der Levano Home bzw. Meradiso-Matratze hat es ja letztens Ratsch gemacht und ab war das Ding, zumindest einer von den Vieren. Und ansonsten ja, sehen wir dann wieder die Marketingbotschaften, die wir auf der ersten Seite auch schon gesehen haben. So, und jetzt gehen wir in den Shop und holen uns das Ding. Die Matratze ab 198 Euro kaufen, 90 mal 2 Meter in den Warenkorb, 198 Euro wollen sie von uns haben und das wird jetzt bezahlt. Lieferzeit laut Homepage 3-5 Tage und exakt 4 Werktage später war dieses Teil dann da. DPD hat es geliefert. Die Weltbettmatratze hat Einzug in den Ausprobierthaushalt erhalten. Und jetzt werden wir uns die Kamera schnappen und dieses Paket aufmachen, die Matratze entfalten lassen, erste Eindrücke sammeln und sie dann ausführlich testen. Da haben wir unsere Matratze und wir machen diese Verpackung jetzt natürlich auf und schauen rein. So, und jetzt sehen wir etwas, was wir aus Nachhaltigkeitssicht eigentlich so nicht sehen wollen, denn der Karton passt nicht zum Produkt. Das ist einfach viel zu groß geraten. Wir haben hier die Situation, dass wir Luft durch die Gegend fahren. Dieser Platz im LKW, der kann für anderweitige Produkte eben nicht verwendet werden. Darüber hinaus haben wir einen erhöhten Ressourcenverbrauch, weil der Karton, diese Wellpappe, einfach größer ist als das, was sich eben darin befindet. Das sind locker 20, ja, 25 Zentimeter, würde ich schätzen. Und das ist unnötig und dass es besser geht, haben wir, wie gesagt, bei der Levano-Matratze gesehen. Die sagt auch, oder hat gesagt, umweltfreundlich, zumindest in der Produktion, haben wir vielleicht einen Benchmark, den man nutzen kann, um sich selber zu verbessern. Ich sage auch immer, Nachhaltigkeit ist ein Prozess. Ja, es geht immer darum, wie man mit der Kritik dann umgeht und wie man die Verbesserungen umsetzt. Man kann nicht perfekt starten, aber das wäre jetzt sowas, wo ich sagen würde, hey komm, das muss doch eigentlich besser gehen. Und jetzt holen wir dieses Knäuel hier aus seiner Umverpackung. Schaut her, da, das war wahrscheinlich die Oberseite, haben wir gleich mal die falsche Seite aufgemacht. 2 in 1, eine Matratze, 2 Härtegrade, einfach wenden, fest H4, Mittel H3. Man erkennt es daran, dass das Weltbett-Logo an der Seite dann auf dem Kopf steht. Also wenn das Weltbett-Logo nach oben zeigt, dann ist es die feste Seite.
wird in vielen Fällen wahrscheinlich die bessere Variante sein, gerade wenn man ein gewisses Gewicht mitbringt. Und dann haben wir die weiche Seite, wenn dieses Weltbett-Logo auf dem Kopf steht. Und hier, hier haben wir dann eine Infobroschüre. Die gucken wir uns dann gleich nochmal genauer an. Da wird dann wahrscheinlich auch etwas zur Garantie zu lesen sein. Wie gesagt, die Garantie. Wenn wir einmal dabei sind, lasst uns doch einmal diese Garantie dokumentieren und festhalten, denn sie kann sich jederzeit verändern und dann weiß niemand mehr irgendetwas. Dementsprechend gucken wir uns die jetzt genauer an. 9.1 allgemeine Garantiebestimmungen, das ist unkritisch. Da wird festgelegt, dass man sich an die Weltbett GmbH zu wenden hat in Kaltenkirchen. Dann haben wir hier den Abschnitt 9.2. Da geht es dann um den Garantieumfang und die Garantiefristen. Da steht dann, der Garantieanspruch beginnt mit Lieferdatum, der Verkaufsbeleg als Kaufnachweis wird benötigt, Bestellbestätigung per E-Mail ist ausreichend, der Garantiezeitraum für den Matratzenkern beträgt 10 Jahre ab Lieferdatum, der Garantiezeitraum für den Bezug beträgt 2 Jahre, also 10 Jahre auf den Kern, 2 Jahre auf den Matratzenbezug, das ist jetzt nicht irgendwie kritisch oder ein Ausreißer nach unten, das ist gang und gäbe. In dem Zeitraum gewährt Weltbett eine Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie für die Produkte. Wir garantieren, dass sich unsere Produkte in einem einwandfreien Zustand befinden und innerhalb der Garantiezeit keine Mängel auftreten. Die Garantie umfasst damit physikalische Defekte und oder nachteilige Änderungen der Produkteigenschaften, Liegekuhlen, Risse, Kerben oder dergleichen. Während der ersten 10 Jahre ab Lieferdatum ersetzen wir im Fall der Garantie im Fall des Garantieanspruchs den Matratzenkern für dich kostenfrei oder reparieren ihn. Also, das ist etwas, was gut ist. Das ist keine so gestaffelte Garantie, wo man sagt, also innerhalb der ersten 2 Jahre gibt es 100% des Kaufpreises und dann nach 3 Jahren noch 90, nach 4 Jahren noch 80. Das gibt es ja auch alles. Das haben wir hier nicht. Das ist binär. Entweder wir haben einen Garantieanspruch vorliegen und dann gibt es einen neuen Matratzenkern bzw. eine Reparatur oder auch nicht. 10 Jahre und 2 Jahre auch absolut in Ordnung. Jetzt beginnt es dann allerdings abenteuerlich zu werden. Die Garantieausschlüsse. Ganz wichtig. Von der Garantie ausgeschlossen sind aufgrund nicht sachgemäßer Benutzung entstandene Mängel. Zum Beispiel Nachlieferung entstandene Schnitte, Risse, müssen wir hier oben das ein bisschen umblättern, Kerben, Kratzer und Verschmutzungen. So, und jetzt erinnern wir uns nochmal. Gerade eben gab es die Garantie auf Kerben und es gab sie auf Risse und jetzt ist es ausgenommen. Und das ist etwas, was dem, ja, man muss jetzt vorsichtig sein in der Formulierung, aber was dem Aushebeln dieser Garantie, des Garantieanspruchs Tür und Tor öffnet. Das sind genau die gleichen Begriffe hier. Und natürlich wird die durch die Nutzung passieren oder werden diese Mängel durch die Nutzung passieren und nicht irgendwie von alleine herkommen. Und dann ist eben die Frage, was ist jetzt unsachgemäß und was ist nicht unsachgemäß. Was haben wir noch? Begleit- und Folgeschäden sind ebenfalls nicht abgedeckt, zum Beispiel Schäden, die durch den fehlerhaften Aufbau, Handhabung oder unsachgemäße Pflege entstehen. Auch Reißverschlüsse und Tragegriffe sind von der Garantie nicht abgedeckt. Das ist auch so ein Wow. Lest euch das mal durch und lasst euch auf der Zunge zergehen. Reißverschlüsse und Tragegriffe sind nicht von der Garantie abgedeckt. Auch innerhalb der ersten 2 Jahre nicht, so lese ich das zumindest. Wenn jetzt da die Griffe abreißen, wie wir das letztens hatten, in unserem Video zur Levano Home Meradiso Lidl Matratze, dann stehen wir da und gucken blöd aus der Wäsche. Was haben wir noch? Die Garantie gilt nur für den privaten Gebrauch sowie in geeigneten normalen Wohnräumen. Sie gilt somit nicht, wenn Produkte im Freien oder in feuchter Umgebung benutzt werden. Schimmelbildung ist von der Garantie ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Ersatz eines beanstandenen Produkts verlängert den Garantiezeitraum nicht und stellt keinen neuen Vertrag dar, der einen neuen Garantiezeitraum auslöst. Das ist dann wiederum absolut in Ordnung. Aber diese Ausschlüsse hier oben, ich sehe das höchst kritisch. Dann haben wir Inanspruchnahme der Garantie, das ist dann wieder in Ordnung, brauchen wir uns nicht lange drüber unterhalten. Wir müssen eine Mail schreiben an service@weltbett.de. Und dann haben wir hier so den Ablauf.
Wenn der Garantieanspruch besteht, werden wir das defekte Produkt nach eigenem Ermessen entweder reparieren oder ersetzen. Falls das Produkt nicht mehr gibt, bieten wir einen vergleichbaren Ersatz an. In diesem Fall übernehmen wir die Kosten für den Transport und die Reparatur sowie die Rücksendung. Ein Anspruch auf Schadenersatz aufgrund dieser Garantie besteht nicht. Eventuelle gesetzliche Schadenersatzansprüche bleiben hiervon unberührt. Sollte bei einem beanstandeten Produkt... Das ist jetzt wieder so ein Aspekt, den ich super kritisch sehe, mit der erforderlichen Sorgfalt erkennbar sein, dass kein Garantiefall vorliegt. Berechnen wir für den Transport pro Strecke 119 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Das heißt, wenn du das dann einschickst und die sagen, nö, haben wir jetzt doch keinen Garantieanspruch und das hättest du mit der entsprechenden Sorgfalt selber erkennen können, dann bezahlst du dafür 119, dass du es dorthin geschickt hast und dann, wenn du es wieder haben willst, nochmal 119, also 238 Euro. Und wenn jetzt die Matratze selber nur 198 Euro neu kostet, dann weiß ich nicht, ne, ob das hier gerechtfertigt ist. Du hast unabhängig davon weiterhin das Recht nachzuweisen, dass die tatsächlichen Transport- und Bewertungskosten niedriger sind als dieser Betrag. Das ist das. Ich blätter noch einmal um. Um sicher zu gehen, dass es das war. Das ist das, was wir zur Garantie in diesem Booklet zur Weltbettmatratze entnehmen können. Worüber man ebenfalls nichts lesen kann, ist die erweiterte Rückgabegarantie im Falle eines ausbleibenden Testsiegs bei der Stiftung Warentest. Ich habe gerade eben noch einmal alles überprüft, aber nichts gefunden. Also nichts Schriftliches dazu. Und jetzt wollen wir uns natürlich dieses Paket hier genauer angucken. Jetzt machen wir sie auf. Die Verpackung hat Weltbett jetzt für mein Dafürhalten sehr gut gelöst. Wir haben hier eine Folie. Wenn man diese Folie löst, dann steht die Matratze eigentlich von selbst auf. Und die Matratze ist dann in einer weiteren Folie verpackt. Die können wir jetzt hier einfach aufschneiden und haben dann, bitte nicht wegschmeißen, die Verpackung, die wir benötigen, sollten wir diese Matratze retournieren wollen. Denn Logistikunternehmen nehmen Matratzen als Hygieneprodukte wahr und können sie deshalb nicht einfach so mitnehmen und transportieren. Sie müssen immer erneut verpackt werden. Das ist super ärgerlich. Deswegen diese Folie unbedingt aufbewahren und später dann für die Rücksendung, sofern sie denn nötig wird, einsetzen. Und deswegen auch nicht einfach aufreißen hier in der Mitte, sondern schön am Rand jetzt mit der Schere öffnen. Da ist der erste Blick auf die Weltbettmatratze. Das Logo hier zeigt in die richtige Richtung. Also ist das hier oben offensichtlich die feste Seite. Und das soll die feste Seite sein. Die ist weich. Was steht da, ne? Lass mal gucken, nochmal. Zur Sicherheit. Fest. Genau, das Weltbett-Logo zeigt nach oben, so wie wir das auch haben. Und wenn wir die weiche Seite haben wollen, dann muss das Weltbett-Logo auf dem Kopf stehen. Das heißt, die weiche Seite müsste dann die da sein. Ne, echt nicht. Die ist fester. Das ist die feste Seite. Da steht das Logo auf dem Kopf. Gibt's doch gar nicht. Gut, es kann natürlich sein, dass beim Produktionsvorgang irgendwie der Bezug falsch angebracht wurde. Aber irgendwie irritiert mich das jetzt trotzdem. Ich habe zur Sicherheit noch einmal die Anleitung bemüht, das Folgendes zu lesen, wortwörtlich. Bei der Seite mit dem Härtegrad H3, also der weicheren Seite, sind die Logos der Matratze korrekt lesbar. Durch einfaches Wenden der Weltbettmatratze liegst du mit dem festen Härtegrad, Härtegrad H4, automatisch fester. Die Logos der Matratze stehen nun auf dem Kopf. Das ist das komplette Gegenteil von diesem Aufkleber hier. Wo ganz klar steht, Mittel H3, also die weichere Seite, Weltbett-Logo steht auf dem Kopf. Also, guckt man sich vielleicht das auch mal an, bevor man das dem Kunden mitgibt. Da würde mich es nicht verwundern, wenn der ein oder andere komplett irritiert ist. Auch diese Abbildung hier spiegelt nicht die Realität wider. Wir sehen eine grüne Seite, wir sehen eine violette Seite. Man kann das hier, ne, schon erkennen am Bezug, der sehr durchsichtig ist, dass es hier keine grüne und auch keine violette Seite gibt. Das hier ist einfach mal weiß. Und ich sage euch, diese Seite hier, die ist härter als die Seite
als diese Seite hier. Ja, die ist super soft. Also auf keinen Fall ist das hier die harte Seite. Das ist einfach völlig falsch angegeben. Was ich echt gut finde, ist die geringe Raumluftbelastung. Also das hebt sich positiv von mancher Konkurrenzmatratze ab. Ich würde sagen, nach ein, zwei Tagen kann man hier ohne Bedenken drauf schlafen. Da kriegt man keine Kopfschmerzen von. Also das ist insgesamt nett. Auch der Bezug selber fühlt sich gut an. 100% Polyester, deswegen auch bis 60 Grad dann waschbar. Das ist ja, so ein mehrlagiges Mesh-Gewebe. Wie gesagt, man erkennt die Matratze darunter. Das heißt, es ist so leicht durchsichtig. Aber fühlt sich gut an. Ist dadurch natürlich auch extremst atmungsaktiv, was positiv zu bewerten ist. Und wir haben dann hier so eine ja, fast schon edel wirkende Schulterpartie, die so abgesteppt ist. Auch das fühlt sich gut an. Sehr gute Griffe. Also die werden, da wäre ich sehr überrascht, wenn dem nicht, der nicht so ist, diesen Schütteltest überleben. So sollte das sein. Ja. Also das ist einfach ein bisschen von Bett 1 natürlich abgekupfert, aber das sieht gut aus. Da gibt es nichts. Schön verarbeitet. Und wir haben hier zwei Reißverschlüsse. Also einen oben und einen unten. Dadurch kann man diesen Matratzenbezug sehr, sehr einfach abnehmen. Habe ich so bei den von mir getesteten Matratzen auch noch nicht gesehen. Ja, finde ich gut. Top. Jetzt nehmen wir den Bezug runter und dann schauen wir uns die Matratze mal genauer an. Habe ich nicht bislang in diesem Video diesen Bezug hier aufgrund seiner Waschbarkeit bis 60 Grad gelobt? Habe ich das nicht? Doch, ich habe es mehrmals. Jetzt nehmen wir den Bezug ab und was sehen wir auf diesem Etikett? Die Waschbarkeit des Bezuges ist hier nur bis 30 Grad angegeben. Also das ist, was ist hier los, muss man sich fragen. Das kann doch gar nicht sein. Gerade eben habe ich auch noch gesagt, dass die eine Seite weiß ist. Das stimmt nicht. Also die weiche Seite, die ist tatsächlich weiß. Die harte Seite, die ist so bei dieser Matratze leicht bläulich gefärbt. Himmelblau. So, jetzt nehmen wir den Bezug weiter ab. Aber das ist schon auch eine Nummer, du. Das Wegnehmen des Bezugs erlaubt einen schönen Blick auf den Querschnitt, auf den Aufbau dieser Matratze. Wir haben Unterschiede im Hinblick auf die verwendeten Schäume, aber auch im Hinblick auf die Ausfräsungen innerhalb des Schaums, was dann zu einer unterschiedlichen heterogenen Zonierung führt. Die obere weiße Schicht, die ist von der Anzahl der Ausfräsungen der härteren überlegen. Dafür nimmt es hier so zu. Das ist ganz nett. Da kann dann die Schulter, glaube ich, recht gut einsinken. Mal schauen, wie die sich als Seitenschläfermatratze bewährt. Das hier ist schon, also seht ihr, wie weich das Ganze ist? Das ist, puh, also für, bin mal gespannt, wie ich da drauf schlafe. Vielleicht für meine Frau, für die echten Leichtgewichte. Aber ich glaube schon, dass es da größere Unterschiede geben wird. Ja, und ansonsten zücken wir jetzt natürlich noch unseren Zollstock, um zu prüfen, ob diese 18 cm hohe Matratze vom Matratzenkern auch wirklich 18 cm hoch ist. Der Bezug kann es dieses Mal nicht rausreißen. Also ihr habt es gesehen, der ist transparent, der ist sehr, sehr dünn. Da werden wir jetzt nicht auf 2 cm Dicke kommen, deswegen Zollstock her und Realitätscheck. Wir landen bei 16,5 cm. Und zwar wirklich an allen Stellen dieser Matratze. Also 16,5 cm ist die Höhe dieses Matratzenkerns. Diesen Höhenbeschiss, den wir auch schon zu Genüge bei den Emma-Matratzen gesehen und kritisiert haben, den kann ich nicht gutheißen. Es ist einfach so, dass sich da die Hersteller ehrlich machen sollten, wenn mit 25 cm wie bei der Emma-Matratze geworben wird, dann sollten es 25 cm sein. Genauso hier, wenn es 18 cm sein soll, dann sollen es 18 cm sein. Ansonsten schreibt einfach in eure Produktbeschreibung, es handelt sich um eine 17 cm hohe Matratze. Wenn das nicht getan wird, wird ein falscher Eindruck erweckt und letzten Endes der Schaumstoff, den man da verspricht, eingespart. Das sollte so nicht sein. Ja, ansonsten ist diese Matratze allerdings wirklich gut und sauber verarbeitet. Wir haben hier einen schönen Matratzenstrumpf. Das hatten wir bei der Livano Home Matratze nicht. Dadurch wird das Beziehen viel einfacher werden. Also, weil wir halt einfach
hier so eine glatte Schicht haben, die verhindert, dass sich dieser Bezug mit dem Schaumstoff hier verhakt und das Ganze dann sehr unkomfortabel werden lässt. Also das passt alles. Wir haben eine saubere Matratze, wir haben nicht irgendwelche Flecken da. Also insgesamt meine ich schon, dass man hier ein, ja, sagen wir mal, solides Produkt hat. Und zum Abschluss dieses Videoteils wollen wir jetzt natürlich noch den Rütteltest machen. Hält, ist geil, stabil. Also da passiert nichts. Wer das Ding hier ausreißt, ne, der muss es schon mutwillig machen. Also da passiert auch auf der anderen Seite nichts, da bin ich mir jetzt schon sicher. Stabil, so muss das. So, und ich werde jetzt diese Weltbettmatratze auf Herz und Nieren prüfen. Ich bin sehr gespannt, wie sie sich dann nach 30, vielleicht auch 40 Nächten schlagen wird. Meine Frau darf auch mal drauf schlafen. Ja, so vom ersten Gefühl muss ich sagen, ich glaube, diese Matratze könnte schon Potenzial haben. Also ich glaube nicht, dass sie ein vollkommener Reinfall werden wird. Ich liege jetzt, wie gesagt, auf der härteren Seite. Das fühlt sich ordentlich an. Und ich glaube auch, dass diese Aussparungen, diese Zonierung der Matratze insgesamt doch gelungen sein kann. Also vielleicht hat sie durchaus Potenzial, aber schon mal so als Zwischenfazit, ich finde, es gibt einige Punkte, wo man drüber reden muss, wo man nachjustieren sollte, was mir so überhaupt nicht gefällt. Ich habe es angesprochen, wir hatten das mit der Garantie. Also macht euch einfach ehrlich, sage ich immer. Wenn ihr keine 10 Jahre Garantie geben wollt, weil es euch zu riskant ist, dann gebt 5 Jahre. Aber dann wirklich auch eine Garantie, auf die man sich verlassen kann. Dann hatten wir die Geschichte mit dem Bezug. Ja, also sind es jetzt 30 oder sind es 60 Grad? Wie sieht die Sache aus, wenn ich jetzt hier diesen Bezug auf 60 Grad wasche und er geht dann ein oder er geht früher defekt? Ich habe nur 2 Jahre Garantie, dann habe ich irgendwie Pech, ne? Weil es steht ja drin, dass der Bezug nur bis 30 Grad waschbar ist. Dann haben wir diese Geschichte mit diesen verschiedenen Seiten. Also ja, da hat man dann teilweise das Gefühl, haben die sich ihr Produkt wirklich im Detail angeguckt. Das, ja, also ne, der Aufkleber der Fette widerspricht der Anleitung, die beiliegt. Und man muss dann irgendwie selber gucken, wie man zurechtkommt. Kann es nicht sein. Und dann haben wir noch die Geschichte mit der Nachhaltigkeit. Auch das, ich finde, da muss man nochmal kritisch drüber nachdenken, ob das nicht einfach nur grün angepinselt ist oder ob man es wirklich ernst meint. Und das ist halt das, was mir wichtig ist. Ne? Damit ich sagen kann, hey, ich stehe voll hinter dem Produkt, dann will ich es auch sehen, dass es von A bis Z gelebt wird und nicht so halbherzig. Aber ich gestehe dem Unternehmen durchaus einen Lernprozess zu. Mal gucken, vielleicht kommt da ja dann was auch nach diesem Video. Wir sind jetzt damit für heute durch. Im zweiten Videoteil gibt es dann meine Praxiserfahrungen. Das war's für heute. Nächstes Video zu den Matratzen hier auf Ausprobiert wird zur Bett 1 Bodyguard sein. Da steht der zweite Teil noch aus. Ich habe da einen ersten Teil schon vor einiger Zeit online gestellt. Das ist noch nicht abgeschlossen, dieses Kapitel. Wie schlägt sich diese aktuelle Bett 1 Bodyguard? Es gab zwischenzeitlich die Abwertung durch die Stiftung Warentest. Es gab wirklich auch kritische Stimmen, eine Mehrung von Kundenbeschwerden im Netz im Hinblick auf diese Matratze, sodass man den Eindruck gewinnen konnte, dass sich da irgendwie die Qualität verändert hat. Das wollen wir im zweiten Videoteil dann beantworten, zumindest im Hinblick auf die Matratze, die ich hier bestellt und geliefert bekommen habe. Und dann, glaube ich, werden wir vielleicht auch mal so eine Gegenüberstellung von den zuletzt getesteten, von mir angeguckten Matratzen bekommen. Wenn ihr dann wieder mit dabei seid, dann freut mich das extremst. Bleibt sauber und stabil und habt einen guten Schlaf. Wenn ihr noch Fragen haben solltet, die Kommentarfunktion unterhalb des Videos steht euch offen. Liken nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen. Also es würde mich freuen, euch bald mal wieder zu sehen. Bis dahin, tschüss und servus.